Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein 1, 2, 3, 4-fach Haul für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein bisschen zu schauen, was an Beauty-Produkten neu bei mir einziehen durfte, welche Geburtstagsgeschenke noch für Marion gefolgt sind, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst, ja, hier sind auch PR-Geschichten mit dabei, tatsächlich, beziehungsweise eine PR-Geschichte, ja, von Dalton. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, dass ich mal wieder in diesem Video eine Verlosung mache. Und zwar gibt es ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich habe, nämlich jetzt diese Woche von Montag bis Sonntag einen Code, BeautyClaudi, gibt euch 20% Rabatt auf das komplette Dalton-Sortiment. Ausgenommen sind natürlich die Streichpreise. Und ich habe mir jetzt auch wieder ein paar neue Sachen bestellt, wo ich, also manche Sachen kenne ich schon, ne? Und manche Sachen wollte ich einfach mal so mit euch zusammen reinstöbern. Der Rabattcode ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision, nur dass du es weißt, ne? Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation. Ich trinke mir mal einen Schluck. Es ist super warm, es ist 31 Grad. Ich habe mir aber gerade gedacht, komm Leute, ich habe jetzt die letzte Zeit so oft meinen Bommel gehabt und heute mache ich mal meine Freshy-Gebashy-Haare-Aufgeschichte. Ohne Witz, die Schwangerschaft tut den Haaren so unendlich gut. Ich habe so eine Löwenmähne fast schon bekommen. Das ist so heftig. Ich weiß, dass das Ganze sich dann wieder verdünnisieren wird, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die Stillzeit dann quasi da ist, ne? Aber ich feiere das wirklich, wirklich doll. Und ich drehe das Video jetzt am Freitag vor der Glow. Da bin ich auch sehr gespannt, wen von euch ich dort treffen werde und so. Und oh, ich bin so aufgeregt. So krass. Aber naja, erstmal auch immer wieder die Info an euch. Trinkt ordentlich was. Ich habe hier auch mir was organisiert. Das ist einfach sau wichtig bei dem Wetter, ne? Okay, also Dalton. Mit denen arbeite ich ja schon eine ganze Weile zusammen und ich muss sagen, dass ich die Produkte unendlich gut vertrage. Ne? Das ist halt Pflege, sowohl fürs Gesicht als auch für den Körper. Ich freue mich drauf, wenn die mal irgendwann vielleicht Haarpflege rausbringen, fände ich total geil. Das, was ich halt bei Dalton einfach schätze, ist, dass es Marine-Kosmetik ist. Das ist so witzig gewesen. In der Trashy-Gruppe hat die liebe Nika mich nämlich gefragt, hey, was meinst du eigentlich immer mit deinem Spruch, das Leben kommt aus dem Meer und so? Also, du bist Leben, ich bin Leben, wir kommen aus dem Meer. Naja, wenn man halt so ziemlich viel hunderte Millionen Jahre zurückreist, war es halt so, dass die Welt relativ unbewohnbar war und das Leben an sich sich halt tatsächlich nur im Meer entwickelt hat, also im Wasser. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das Computerspiel Spore kennt. Und das habe ich damals als Teenager, aber auch als Erwachsene öfters gespielt. Und da ist es mir nochmal ganz extrem bewusst geworden, dass wirklich alles Leben, was es auf der Welt gibt, aus dem Wasser entstanden ist. Und deswegen ist es halt so eine krasse Geschichte. Da gibt es dann natürlich auch von Terra X mega geile Beiträge. Zieht euch die auf jeden Fall rein. Ich liebe diese Terra X-Beiträge. Dass es so ist, dass wenn du halt Meereskosmetik oder Marinekosmetik verwendest, heißt Inhaltsstoffe, die quasi dem Meer entsprungen sind, wie zum Beispiel bei Dalton, die arbeiten ja viel mit dem Zelomer-Meeresextrakt oder mit Austersachen oder dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid, ne? mit Algenextrakten und so, dann ist es so, dass wir sensible Häutchen, und ich habe eine sehr, sehr sensible Haut, es einfach deutlich besser vertragen, als wenn du irgendwas aus dem Reagenzglas gezüchtetes, chemisch hergestelltes Tüdelü dir ins Gesicht packst. Ne? Also gerade im Gesicht, das ist immer so eine Sache. Deswegen ist es für mich einfach auch eine Kooperation, wo ich sage, Mensch Leute, wenn ihr sehr, sehr, sehr sensible Haut habt, wenn ihr gewisse Probleme habt, die angegangen werden müssen, dann informiert euch bei Dalton. Es gibt super viele verschiedene Reihen dort, welche Reihe zu euch am besten passt und so. Und dann gönnt euch auf jeden Fall hart, probiert die Produkte aus. Da gibt es Möglichkeiten, sich Probensets zu bestellen. Es gibt Möglichkeiten, da vorher mit einem Produktberater Fragebogen durchzugehen, dass man einfach schaut, welche Produkte werden euch von Dalton selber empfohlen, ne? Also ich kann es euch nur empfehlen und ich zeige euch jetzt die Produkte, die ich mir jetzt nachbestellt und neu bestellt habe, weil das ist hier ein Haul und kein Labervideo. Und sie laberte schon 5 Minuten, aber läuft. Es ist halt für mich eine Herzensangelegenheit, das wisst ihr. Und da fliegt gerade, ja, irgendwie eine Wespe möchte gerne hier reinkommen, aber sie darf nicht. Ich verbiete sie. Okay, das habe ich mir nachbestellt. Sensitive Care Derma Balance Beruhigende Creme Medium. Das ist duftstofffrei.
Und meine liebe Kontaktperson dort vor Ort durfte auch direkt von mir erfahren, warum ich die so toll finde. Die habe ich nämlich auf dem Dalton-Event im Badezimmer stehen gehabt. Also dort hatte Denise mir so das ein oder andere hingestellt, ne? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt meine Intimcreme vergessen zu Hause. Das heißt, ich verwende immer für meinen Intimbereich auch eine separate Creme, die ich auftrage, damit ich nach der Rasur oder generell einfach dort eine schöne Pflege habe. So. Und da kannst du natürlich auch mit Pflegeölen arbeiten. Ich persönlich habe diese hier dann einfach mal verwendet und die hat besser funktioniert als jedes andere Produkt, was ich mir vorher draufgegeben habe. Zum einen habe ich viel weniger Probleme mit Rasurbrand, Rasurpickelchen und so weiter zu tun gehabt. Das war wirklich streichelzart da unten. 1A habe ich jetzt beim letzten Aufgebraucht-Video euch auch gezeigt, dass ich sie leer gemacht habe und nun habe ich mir ein Backup bestellt. Das kommt aus dieser Sensitive-Reihe, ist ja eigentlich fürs Gedicht, vor allem Gesicht gedacht. Das heißt, es sind parfümstofffreie Produkte, die halt auch sehr, sehr, sehr sanft formuliert sind und sehr pflegende Inhaltsstoffe haben und ja, dementsprechend kann ich euch das voll empfehlen. Und ich habe ja auch gesagt, das wäre voll die Marktlücke. Ihr müsst es irgendwie als Aftershave Cream oder als Intimcreme rausbringen. Also halt diese Formulierung, ne? Fände ich voll gut. Weniger spürbare Hautbeschwerden, Verbesserung der Lebensqualität. Also ich kann es für meinen Intimbereich safe bestätigen. Ja. Ne? Guckt euch die auf jeden Fall an. Ich fand die gut, wirklich. Dann habe ich hier, wir bleiben erstmal beim Körper quasi, da habe ich mir mein Ingwer-Meersalz-Peeling nachbestellt. Da ist auch immer so ein Spatel mit dabei. Das ist wirklich ein Spa-Moment, Leute. Ne? Das ist nicht günstig. Deswegen verwende ich das dann auch nicht jedes Mal, wenn ich mich peele, vielleicht einmal im Monat oder so. Aber man gönnt sich das. Nicht nur, dass es vom Duft her wirklich wie ein Spa-Moment ist, sondern auch der Peeling-Akt an sich ist so angenehm, weil du hast halt dieses Salz, ne? Was je nachdem, wie sensibel deine Haut gerade so drauf ist, brennen kann oder eben nicht. Also wenn ich mir halt untenrum rasiert habe und dann direkt dahinterher dieses Peeling drauf haue, bin ich selber schuld, weil das ist dumm. genau, also das sollte man besser nicht machen, aber es ist nicht so wie bei anderen Salzpeelings, dass ich dann an die Decke gehe. Das ist halt nochmal so ein kleiner Unterschied. Ich finde, dass es sehr, sehr angenehm auf der Haut ist und da kommt gerade die DHL um die Ecke und ich kann es voll empfehlen. Du hast hier Öl mit dabei, was die Haut auch gleichzeitig pflegt. Also du könntest theoretisch dann auf eine Körperlotion oder sowas verzichten. Ich kann da gar nicht drauf verzichten, weil ich halt eine super sensible und trockene Haut habe und mich immer eincremen muss. Es ist aber nicht zu ölig, sodass du nachher beim Abtrocknen irgendwie ein weißes Handtuch oder sowas hättest. Ich finde das super klasse. Also du hast ja wirklich den Rundum-Spa-Moment für dich und ich kann es halt voll empfehlen. Man sollte auf jeden Fall mit dem Spatel das Ganze umrühren, weil das trennt sich natürlich immer wieder auf in die zwei verschiedenen Phasen, dass du die Ölphase hast und die etwas festere Salzphase. Dann rührt man das sich um, nimmt sich da ein bisschen was für den Körper raus und da brauchst du auch nicht viel Produkt von. Ne? Finde ich wirklich klasse. Ja, sehr empfehlenswert und das macht halt alles irgendwie smoothie kapussi. Und ich muss mal eben kurz runtergehen, weil ich möchte der DHL-Botin, der lieben Sandra, das ist Sandra heute auch, gerne ein paar Pakete mitgeben, die ich gepackt habe. Verlosungspakete für euch, wisst ihr Bescheid. Funny, da hat mir tatsächlich Sandra auch direkt einen Umschlag in die Hand gegeben von Dalton. Das ist eine Einladung zum Event, 8. bis 9. Oktober in Frankfurt. ungefähr einen Monat vor der Geburt von meinem kleinen Babylein. Aber wir schaffen das. Passend, sehr passend. Ich rede gerade über Dalton und kriege hier die Einladung, ne? Richtig geil. Und eine Parkscheibe. Wow, habe ich mir bestellt. Weil musste sein, ne? Ich habe meine leider irgendwie, als ich mein Auto verkauft habe, verloren. So, wir kommen jetzt zu dem Gesicht und da zu etwas, was ich halt aktuell super häufig verwende. Und zwar ist es von Dalton Marine Selection, das Anti-Aging Ampullen-Set. Das ist so, so gut. Ihr könnt euch das wirklich mal reinziehen. Einfach mal, also ihr könnt euch die Ampullen auch wirklich dann als ich glaube, 7er oder 5er Set nachher dann auch nachbestellen, wenn ihr die halt solo haben möchtet, ne? Aber ich finde es einfach super cool, dass man hier einfach mal 5 verschiedene hat, dass man die auch ausprobieren kann, wie die unterschiedlich auf der Haut wirken und so weiter, ne? Welche einem am besten gefällt. Jetzt läuft mein Freund hier durch die Gegend. Ja, ja.
ein fleißiger Mann, der renoviert das Kinderzimmer gerade. Und welche ihr da halt wirklich am schönsten findet. Für mich ist es immer noch die Caviar Deluxe. Ich muss aber sagen, dass die Kombination aus allen zusammen wirklich was ganz Tolles mit meiner Haut anstellt und ich euch die wirklich empfehlen kann. Also ihr merkt bei Dalton, bei den Dalton Ampullen, dass sie wirklich eurem Gesicht was Gutes tun. Hier in diesem Ampullenset haben wir die Extreme Lift mit dabei. Ich glaube, das war die, die mir nicht ganz so gut gefällt. Die riecht nämlich irgendwie so ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich mag den Duft nicht so gerne von der. Die Q10 Energy Boost, die finde ich sehr gut. Die Caviar Deluxe liebe ich. Hyaluronic Urea ist ein ganz toller Helfer, wenn ich so irritierte Haut habe, wenn ich zu lange in der Sonne gelegen habe. Ne? Urea ist echt so mein Staple-Ding. Und die C-Ampulle, die ja irgendwie mit Stammzellen ist und auch ganz crazy, die pflegt die Haut auch nochmal ganz besonders. Also, wenn ihr euch mal Ampullen anschauen wolltet von Dalton, kann ich euch das Marine Selection Set mega empfehlen. Das ist ganz, 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 ganz großartig. Wirklich, ne? Und ich verwende das gerne, dass ich dann das so morgens als Serumersatz oder nochmal wirklich vor dem Serum verwende. Jetzt im Sommer ist es halt auch wirklich, dass meine Haut nochmal etwas mehr Liebe braucht. In der Schwangerschaft sowieso, meine Haut, die schreit immer nach Liebe. Und ihr habt mir das auch selber letztens öfter schon gesagt, meine Haut ist wirklich so viel besser geworden. Wirklich, wirklich gut. Natürlich ist Dalton da nicht der einzige Kooperationspartner von mir und hat nicht als einziger die Lorbeeren einzufahren, aber die haben wirklich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass meine Haut sich wirklich deutlich verbessert hat. Ich habe von so vielen mitbekommen, dass sie in der Schwangerschaft Ausbrüche hatten mit Pickeln oder keine Ahnung, dass die Haut halt hypersensibel reagiert hat. Ich habe auch, bevor ich meine Hautpflege für die Schwangerschaft umgestellt habe, dieses Video auch mit euch zusammen gemacht. Also ich habe es gemacht und ihr habt es gesehen, ne? Da habe ich mit meinen Kooperationspartnern auch gesprochen, welche Inhaltsstoffe sollte ich jetzt besser nicht verwenden und so. Und ich glaube, das macht halt wirklich den Braten fett. Also wenn ihr darauf achtet, welche Inhaltsstoffe sind in den Produkten drin, da habe ich natürlich den absoluten Vorteil, dass ich damit wirklich super qualifizierten Leuten zusammenarbeiten kann. Ne? Und dass man da halt wirklich schaut, welche Pflege ist da für mich gerade auch einfach passend. Dann ist es halt gut, ne? Und das bezieht sich halt auch dann tatsächlich nicht nur auf Situationen wie eine Schwangerschaft, sondern auch auf Situationen wie, dass man einen Akneausbruch hat oder sonst irgendwas. Der Hormonhaushalt des Körpers stellt sich ja auch immer wieder um. Gerade bei uns Frauen ist es halt auch echt so eine krasse Geschichte. Und je nachdem, auch wenn man irgendwie, keine Ahnung, in Richtung Wechseljahre oder sowas denkt, ne? Da stellt sich alles nochmal um und dann ist es super wichtig, wenn man da halt kompetente Leute hat. Und ich finde, das hebt einfach die Pflege, die hochpreisiger ist, also die High-End-Pflege, von der Drogeriepflege ab. In der Drogeriepflege gehst du halt in den Laden, guckst halt drauf und holst halt irgendeine Creme. Aber ja, bei der Firma Dalton ist es halt so, dass da auch wirklich Menschen sitzen. Du wirst einfach krass beraten dort. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt, die haben ja auch Beauty-Institute und so weiter. Also da sind wirklich kompetente Leute am Werk, die euch einfach helfen. Das haben ja auch tatsächlich schon einige von euch geschrieben. Also gönnt euch hart. Was ich natürlich jetzt auch auf Empfehlung mal gekauft habe, denn ich war ja auf Corfu mit verschiedenen Dalton-Mitarbeiterinnen und auch mit Kolleginnen hier von YouTube und von Instagram. Und da wurde mir empfohlen, vielleicht mal so diese Energy Boost Q10 Creme auszuprobieren. Das ist die leichte Textur. 50 Milliliter sind hier drin. Also freundlich wurde mir das empfohlen. Nicht so, ey, Claudi, du hast ganz schön viele Falten. Gönn dir mal die Q10 Creme. Sondern, oh, die ist voll gut. Verwend die mal. Die ist für sensible Haut super geeignet und so weiter. So halt, ne? Und ja, jetzt habe ich mir die einfach mal geholt oder halt, ne, bestellt. Es ist ja in der Kooperation, dass ich die halt ausprobieren kann. Und dann kann ich euch da auch mal was zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt dann morgens oder abends verwenden werde, aber ich weiß, dass diese Q10-Creme irgendwie gefühlt in aller Munde da war. Und da habe ich mir gedacht, okay, Leute, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann werde ich Denise eine E-Mail schreiben, obwohl ich mit Denise da war, aber gut. Und ihr dann sagen, dass ich die auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Komm raus. Ich weiß auch nicht, ob ich die schon mal hatte. Nee, ne? Also die Hyaluronic Urea, das war immer so mein Staple. Die habe ich auch aktuell leer gemacht. Ja, und jetzt habe ich hier die Q10 und die soll halt wirklich dann die Zellen Neubildung, wie auch immer, anregen und dementsprechend Anti-Aging und so. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und da kann ich euch dann auch meine Review zu geben. Ich glaube, die Augencreme, hatte ich die nicht mal? Ach,
Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Um Q10 habe ich, glaube ich, immer einen relativ großen Bogen gemacht, weil ich gesagt habe, ah, nee, Anti-Aging brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich möchte was wegen sensibler Haut und so haben, ne? Aber na, wir probieren das mal aus mit Kaviar. Meereswasser, Algen, Muscheln und Plankton sind hier drin. Und natürlich Q10. Läuft. Finde ich richtig geil. Cool, toll, interessant und ausprobierenswert. Und jetzt habe ich mir auch eine Maske nachbestellt. Und zwar ist das von Dalton die Face Care Magical Effect klärende Schönheitsmaske. Und da sind 50 ml drin. Ihr wisst ja, dass ich so sehr auf die Tuchmasken abfahre. Da habe ich auch noch die ein oder andere von. Ich versuche aber tatsächlich vermehrt Pöttchenmasken zu verwenden, einfach weil es nachhaltiger ist, ne? Ganz simpel. Und werde aber natürlich noch weiterhin meine Tuchmasken verwenden. Wie ist das denn? Das sind immer diese komischen Anrufe, die kriege ich in letzter Zeit. Das ist ganz verrückt, seitdem ich bei mobile.de mein Auto reingestellt habe. Ne? Da kriege ich Anrufe, entweder diese Your German Passport has been hacked, bla gedönsen, ne? Oder, vor allem auf Englisch, ich lieb's. Das sind übrigens Scam-Anrufe. Falls ihr sowas kriegt, bitte fallt nicht drauf rein. Und halt diese Anrufe, wo die einfach nur anpingeln. Oh, das nervt einen so sehr. Weil du bist hier am Arbeiten oder wo auch immer unterwegs und dann kramst du nach deinem Handy und dann versuchst du vielleicht sogar zurückzurufen. Furchtbar. So, ich war hier bei der Schönheitsmaske stehen geblieben. Auch hier haben wir übrigens einen Spatel mit dabei. Und ja, so schaut die aus. Die ist einfach auch so ein bisschen klärend fürs Gesicht, was ich halt auch ab und an mal gut gebrauchen kann. Ne? Natürlich habe ich jetzt eine gute Haut, aber ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende jetzt auf die Glow gehe und da ja auch die Maske trage und so weiter, dass meine Haut danach sagen will, Claudinchen, danach brauche ich Liebe. Ne? Und das gebe ich ihr dann einfach mal. Ja, freue ich mich drüber. Und kann ich halt auch einfach total empfehlen. Diese Pöttchenmasken von Dalton sind sehr, sehr ergiebig und sehr angenehm und sehr mild halt auch, ne? So, jetzt habe ich auch schon eine ganze Weile über Dalton erzählt. Ihr kennt meine Passion und so weiter, ihr wisst Bescheid. Weiter geht die wilde Reise. Nein, nicht ganz. Beauty Cloud, die gibt euch 20% Rabatt, wollte ich nochmal raushauen. Ihr wisst das, ne? Also, habt das, glaube ich, jetzt auch sehr gut mitbekommen. Okay, dann habe ich bei meinem Kollegen Maxime Giacomo bestellt, denn er hat endlich die Microfiber Multitools in Mini rausgebracht. Softbox Powder. So schauen die aus. Mit den vielfach einsetzbaren Pads aus Mikrofasergewebe kannst du Pudertexturen gleichmäßig auftragen. Dank der ultraweichen Oberfläche erhältst du ein Softbox Powder. Finish, okay. Ach, Softbox, wie diese Lampe, die hier einfach neben mir steht. Genau, das hat er auch in seinem Video erzählt. Eine Softbox macht halt einfach, dass das Gesicht ein bisschen nicey-peisy aussieht, ne? Ja. Das Make-up wirkt weich gezeichnet und eben. Perfekt geeignet, um wasserfestes Augen-Make-up zu entfernen. Genau, also du kannst, das ist halt bei diesen Microfiber-Multitools von Maxime auch so, dass du damit auch theoretisch putzen könntest. Aber die Mini-Dinger, da sind jetzt 3 Stück drin, sind nochmal ein bisschen, die sind kleiner und die sind wirklich viel, viel weicher von der Oberfläche her. Das merkt man richtig. Ich habe ja auch seine normalen Microfiber-Multitools, die ich sehr schätze. Hier. So, in meiner Schwämmchenschublade. Und da sieht man den Unterschied auch. Also ja, schwer, das jetzt mit der Kamera aufzufangen. Aber hier siehst du wirklich, das ist ein bisschen gröber. Und das hier ist flauschig, richtig flauschig von der Oberfläche her. Richtig cool. Und das hier ist natürlich ein Herzchen, ne? Also, wer möchte nicht ein Herzchen von Maxima? Muss ich an dieser Stelle halt auch mal erwähnen, ne? Und dann habe ich mir das einfach mal gegönnt. Ja, weil ich die schön fand und die ausprobieren wollte, kannst du hier mit deinem Fingerchen reingehen. Dann entweder, wie gesagt, so abpudern oder du machst es andersrum. Dann kannst du so unter deinen Augen auch Puder auftragen. Ich weiß nicht, ob man mit denen sogar Foundation und so einen Kram auftragen könnte. Aber ich nehme solche Puffeldinger eher für pudrige Texturen. Wird ausprobiert, werde ich euch auf jeden Fall in einem Schminki mal zeigen. Und dann werden wir mal zusammen erfahren, wie die so sind. Er sagt immer, pack die nicht in Trockner. Ich pack die trotzdem in Trockner. Ich bin eiskalt, ne? Ja, vegan und cruelty-free, selbstverständlich. So, jetzt noch ein Schlückchen trinken. Denn ich habe auch bei Kiko bestellt. Kiko ist eine italienische Make-up-Marke, die ich euch wirklich sehr empfehlen kann. Aber die Produkte, die ich euch vor allem empfehlen kann, sind die Base-Produkte. Also die Puder-Base-Produkte, Blush, Bronzer, Highlighter und die Limited-Edition-Sachen. Die sind immer extrem anders. Und man sieht es einfach direkt schon mal an der Verpackung.
Das ist so schön bunt, ne? Die haben halt gefühlt ständig Sale. Also Limited Editions sind dort halt echt lange verfügbar und erst sind die zu einem recht hohen Preis, würde ich mal so sagen, dort angeboten. Und mit der Zeit schrumpft der Preis doch sehr. Ne? Also, dass du teilweise 50% oder sogar 70% Rabatt bekommst, das ist krass. Du musst halt nur Geduld haben und hoffen, dass das Produkt bis dahin nicht ausverkauft ist. In 50% der Fälle, also du hast wirklich eine 50-50-Chance, ist das Produkt dann auch noch verfügbar. Manchmal sind die aber super schnell ausverkauft. Naja, ich habe auf jeden Fall zugeschlagen. Festival Glow Limited Edition war das Make Me Queen Lipstick. In der Farbe 03 habe ich mir den geholt. Ach, ja, ich zeige euch gleich, warum ich mir den geholt habe. Das ist eigentlich ein Ding, den musst du hochdrehen und so in den Schrank reinpacken und da stehen lassen einfach, ne? So sieht die Verpackung aus. Ist eigentlich eine Verpackung halt einfach, ne? Es ist hübsch, definitiv. Ist es magnetisch? Nee, oder? Nee. Ich krieg ihn erstmal gar nicht auf. Nee, magnetisch ist es nicht. Aber, oh mein Gott. Ja, wir kennen sowas ja auch von diesen asiatischen Firmen, ne? Die haben sowas ja auch. Ja, ich habe mich hier geoutcht. Ich habe hier meine Hand etwas eingeklemmt. Deswegen sieht das etwas blöd aus. Fantastisch. Die Farbe ist schön. Das ist ja so ziemlich der Ton, den ich jetzt gerade trage. Dieses Design. Ich meine, sowas ist eigentlich in der Herstellung. Das kann nicht günstig sein. Ne? Und die haben ja verschiedene Prägungen da so. Also richtig, richtig cool. Ich mag auch die Formulierung von den Geko-Lippenstiften. Ne? Guckt da auf jeden Fall mal vorbei, falls ihr einfach mal so ein bisschen verspielte Sachen euch anschauen möchtet. Kaufen möchtet, wie auch immer. Dann habe ich aus der Blossoming Beauty Reihe das Blooming Perfecting Powder mir bestellt. Auch hier die Verpackung ist wunderschön. Ich bewahre diese Pappverpackung aber nie auf, weil ich das einfach blöd finde. Das ist aber nicht schlimm, weil oft hast du trotzdem die Umverpackung auch sehr schön. Gerade die LEs, ne? Das ist einfach hübsch, Leute. Hübsch. Ich weiß jetzt hier nicht, ob wir so ein Puder haben, womit du mal dein Gesicht so abpudern kannst oder ob das wirklich so ein ganz festgepresstes Finishing-Powder ist. Huch, der hat Keiko verschiedene. Die habe ich beide auch schon da. Oh ja, das ist, nee, das ist so ein Zwischending. Sehr, sehr seidig. Doch, das ist eher ein Finishing-Powder, weil du hast ungefähr nichts dann auf dem Finger. Das ist nicht glitzernd, das ist wie nass. Also ich würde es jetzt nicht vergleichen, auch da haben wir eine Prägung übrigens drin, ne? Mit den Hourglass Powdern. Und das ist auch irgendwie nicht zu vergleichen mit dem Love Perfectitude Aura Glow Powder. Irgendwie nicht. Es ist ganz besonders. Du fasst halt drüber und es fühlt sich an wie Puder. Gleichzeitig aber auch, als würdest du Seide streicheln. Und dann denkst du, wenn du auf den Finger guckst, dass du da halt Kram drauf hättest. Aber du hast es nur ganz dezent. Also ein Müh von... Ihr seht es hier auch, ne? Und sowas machst du dir drauf eigentlich, wenn du schon dein Gesicht soweit fertig hast und dann einfach nochmal, um alles zu verschmelzen. Und also ich finde es sehr, sehr ansprechend. Und die Verpackung, Leute, kannst du nicht anders sagen. Es ist einfach traumhaft. Und wenn man das Ganze dann halt auch noch in der reduzierten Geschichte bekommt, weil man warten konnte, freut man sich einen Keks, so wie ich. Ja, ich habe ja gesagt, Blushes können die auch. Aus der Festival Glow Reihe habe ich mir auch noch einen Blush bestellt. Da gibt es unterschiedliche Nuancen. Universal Move 03 habe ich mir bestellt. Allein, dass es halt auch immer so schön da nochmal eingepackt ist. Ist halt irgendwie ganz besonders, ne? Weil Keiko, ich weiß nicht, ja, Keiko kannst jetzt nicht so als Drogeriemarke bezeichnen, finde ich irgendwie, ne? Das ist so ein Zwischending. Das sieht auch so hübsch aus. Einfach schön. Das guckt man sich gerne an. Manchmal setze ich mich in meinen Raum und gucke mir einfach meine Produkte an, weil ich die so hübsch finde. Auch hier das Pressing. Ne? Ist wirklich 3D. Der ist sehr dunkel. Ist halt auch einfach mal was anderes. Recht fest gepresst. Und mit einem Schimmer drin. Schick. Sehr schick, Leute. Oh ja. Stark pigmentiert. Aber mag ich gerne leiden, ne? Mit dem Pinsel trägt man das ja meistens noch ein bisschen anders auf. Achso, ich hatte gerade geguckt, ob ich hier irgendwo ein Handtuch habe. Dann greife ich doch mal neben mich, ne? Nehme ich mal dieses hier, weil dann mache ich die Finger wenigstens sauber. Oh, richtig cool. Also, ja, testen wir mal zusammen aus, ne? Oh, Wahnsinn. Okay, dann habe ich jetzt hier noch zwei Bronzer mir gekauft. Und zwar einmal aus der Blossoming Beauty Reihe. Dieser hier, den habe ich hier in der Farbe 01 Golden Honey. Das ist einfach ein
Erlebnis, Leute, wenn ihr die Produkte auspackt. Da hatten wir eben schon das Finishing Powder aus der Reihe. Dieses Gelb ist halt auch irgendwie was anderes, ne? Diese Blume mit dabei. Das ist ein Bronzer. Ein relativ warmer Bronzer. Aber auch das ist schön. Der könnte farblich richtig gut bei mir passen, Leute. Sehr sanft bin ich da reingegangen. Das heißt, du siehst da auch nicht das allermeiste von. Das heißt, da lässt er sich dann wahrscheinlich ein bisschen besser aufbauen. Genau. Ich weiß nicht warum, aber ich hadere immer mit mir, ob ich jetzt bei Kiko bestelle oder nicht. Und wenn ich dann da bestelle und das hier ankommt, dann denke ich mir immer, ja, Baby, wie schön können Produkte sein. Die Charming Escape Geschichte ist von letztem Jahr. Die ist noch relativ lange schon auf dem Markt. Silky Bronzer 02 Universal Sienna habe ich mir bestellt. Ich denke, dass das, also das war so mein Gedanke, ne? Das ist auch so ein bisschen, ey, loses Haar, ein Dupe sein könnte zu dem Nabla. Weiß ich nicht, ich habe den Nabla ja heute drauf, den Ambra. Und vielleicht ist es so in der Art, oh, das ist so hübsch. Die lassen sich auch immer Dinge einfallen, Leute. Oder? Und das sind wirklich Sachen, die packst du an und die willst du nicht mehr loslassen. Oh, der sieht so schön aus mit, upsala, ein schüchterner Bronzer. Mit dieser Prägung da drin, ne? Wahnsinnig cool. Gucken wir mal, willst du halt nicht kaputt machen. Aber der ist auch wieder sehr, ja, silky, ne? Recht fest gepresst. Würde ich jetzt aber von der Textur her nicht so wie die Nabla Bronzer sehen. Schöne Farbe. Ja, den sieht man auf jeden Fall etwas kräftiger. Ne? Schön. Schön, 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 Leute. Schön. Ja, und die Produkte gibt es, wie gesagt, da halt immer eine ganze Weile. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe noch zwei Face-Paletten hier. Einmal A Holiday Fable, das war ja die Weihnachts-Limited Edition. Ich guck mal, ob ich dieses Jahr auch den Adventskalender kaufe. Das hat mich nicht so umgehauen, muss ich sagen, weil da hast du halt nicht die LE-Produkte drin, sondern das Standardsortiment. Und das Standardsortiment finde ich nicht so cool. Naja, auf jeden Fall Dreams Come True Face Palette habe ich hier. Ne? Das ist ja, die Dreams Come True Palette Packaging 1A. Wirklich schön. Auch das wieder in Seidenpapier eingepackt. Ne? Mit einem Klebi am Start und so. Hübsch. Da habe ich auch schon das ein oder andere Produkt aus der Reihe. Das muss man sich einfach mal reinziehen, wie schön das ist. Und das dann zu dem Preis finde ich einfach irgendwie krass. Und hier haben wir Puder, Blush, Bronzer und Highlighter drin. Und ein Pinsel. Ich nehme den Pinsel mal raus. Kann ich euch das auch so zeigen. Die Fähnchen sind super unpraktisch, ne? Aber ich wollte mal gucken, ob ich das wirklich als Puder, Blush, Bronzer und Highlighter für meinen Ton verwenden kann. Wobei der Highlighter schon sehr glitzernd aussieht. Und auch der Blush ist nicht matt. Der hat auch schon mal Pigmente mit drin. Da müssen wir mal gucken, ne? Das werde ich ausprobieren. Und der Bronzer sieht sehr, sehr warm aus. Aber wir schauen mal. Finde ich aber einfach schön. Also unpraktisch, das hinzustellen, weil meine Face-Paletten habe ich aktuell auch da unten im Regal stehen. Das heißt, da könnte es sein, dass das Ding zu rollen gelangt. So, und die letzte Face-Palette und das letzte Produkt von Kiko, was ich habe, ist die Blossoming Beauty Romantic Shades of Face and Eyes Palette. Das ist diese hier. Da muss ich gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die für mich behalten möchte oder ob ich die an Marion tatsächlich zum Geburtstag verschenken möchte. Und huch, da haben wir nämlich auch wieder Blush, Bronzer und Highlighter drin. Hier auch diese schöne Blumenprägung. 1A, ich sag's euch, Leute, ne? Ja, eigentlich sind das total, oh, das sind wunderschöne Töne. Richtig schön. Blush, Bronzer, Highlighter, ihr seht die Töne, ne? Da muss ich nämlich noch überlegen, ob ich die dann an Marion gebe, ob ich die selber behalte, weil eigentlich ist sowas auch super schön zum Verschenken. Ja, so viel zu Kiko, Leute. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr Kiko schon kennt, ob ihr was von Kiko habt, was ihr so über Kiko generell denkt. Also für mich halt wirklich die Puder-Base-Produkte, manchmal auch einfach durch das Design Produkte, die ansprechend sind, ne? Generell, dass man sich die einfach mal holt. Ich finde es einfach verspielt. Und das ist, also für mich ist Kiko so, oder die Kiko Limited Editions repräsentieren das, weswegen ich Make-up so unfassbar, unfassbar,
aufregend finde. Einfach weil du so verschieden damit spielen kannst. Du kannst mit Texturen spielen, du kannst mit Optik spielen, du kannst mit Farben spielen, du kannst das Ganze verspielt und total niedlich gestalten, aber auch sehr, sehr hochwertig und das zu einem Preis, der einfach bezahlbar ist. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, das repräsentiert Kiko halt echt hart. Also ich würde es so sehr feiern, wenn wir hier bei uns in unserem kleinen Mini-Kaff einen Kiko-Store hätten, wäre ich Stammkunde. Naja, jetzt kommen wir noch zu der letzten Bestellung, die ich getätigt habe, und zwar bei Sephora. Ich mache das bei Sephora immer so, zum einen bin ich Unlimited-Mitglied, das heißt, du kannst dir zum einen, ich glaube, alle 3 oder 4 Monate eine Marke aussuchen, die immer vergünstigt ist, also wo du 10% Rabatt oder so drauf bekommst. Ich warte jetzt natürlich gerade noch so ein bisschen, dass die Adventskalender gelauncht werden. Dann werde ich natürlich die Sephora-Eigenmarke selber wählen, ne? Ist klar, weil dann kriege ich die Adventskalender günstiger. Das ist schlau, ne? Wenn du einfach 10% Rabatt drauf bekommst, das ist ganz schön viel. Vor allem bei der Masse, die ich immer so bestelle. Jo. Und, aber ich wollte gucken, was sie noch so für Adventskalender launchen. Egal. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, aktuell noch Natasha Denona eingestellt oder so. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe jetzt auch aktuell 3 Produkte hier in meinem Haul drin von Natasha Denona. Und das finde ich einfach ziemlich cool, dass du dort halt diese Marken einstellen kannst. Außerdem sammelst du Punkte, bekommst dann halt Goodies oder extra Aktionen oder sonst irgendwas oder halt hochwertigere Proben. Irgendwie übers Handy funktioniert das bei mir in letzter Zeit nicht ganz so gut, dass wenn da irgendwelche Surprise Bags Editions sind oder so, das landet bei mir einfach irgendwie nicht im Warenkorb. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Egal. Ja, ich habe zuallererst hier so ein paar Proben bekommen. Das ist einmal von Fenty Beauty Pro Filter. Das ist einmal die Foundation und der Concealer. Die wird definitiv weiter wandern, weil ich die... ja, also ich mag die East Drop Foundation, die habe ich auch gerade drauf, ne? Das ist diese hier. Ich mag das Puder, habe ich in der Farbe Butter auch gerade drauf, die Foundation in der Farbe 3 übrigens. Ich mag die Pinsel, die verwende ich auch ganz gerne. Aber ich bin jetzt kein Ultra-Fan von den Primern, die sind mir persönlich zu trocken. Und diese Foundation hier hatte ich auch schon mal ausgetestet, die ist mir viel zu trocken. Naja, hier hast du auf jeden Fall von beiden Primern jeweils eine Probe mit dabei und von den beiden Foundations in jeweils 4 Shades. Finde ich ganz cool, ne? Also sowas lege ich gerne bei Verlosungspaketen halt mit dabei, dann habt ihr da auf jeden Fall eure Freude mit. Dann habe ich hier von der Estée Lauder Daywear Geschichte Creme eine Probe mit dabei. Das hatte ich auch schon mal in einer Luxusgröße zu Hause, habe ich verwendet, war nicht ganz so meins, habe ich in Trashy gegeben. Und Antipodes Culture Probiotic Night Recovery Water Cream. Ja, da haben wir auch noch eine Probe mit dabei. Also solche Proben, wie gesagt, packe ich dann immer in Verlosungsboxen mit rein. Etwas, was ich auf den Augen trage, ist die Natasha Denona Pastel Palette. Die habe ich mir jetzt gekauft. Die habt ihr mir schon Anfang des Jahres ans Herz gelegt. Ich habe sie mir jetzt gegönnt und habe sie jetzt auch zur Seite gelegt, weil ich sie morgen verwenden werde, wenn ich mich für die Glow schminke. Muss man das Geld dafür ausgeben? Nein, auf gar keinen Fall, Leute. Also Lethal Cosmetics hat definitiv eine bessere Qualität an Lidschattenpaletten, ne? Kann man nicht anders sagen. Auch deutlich viele Drogeriepaletten, wie zum Beispiel Essence, ne? Da denke ich an die Miami-Palette zum Beispiel, wenn ich auch diesen Look hier sehe. Müsst ihr aber für euch selber entscheiden. Ich habe sie da, ich habe sie jetzt schon mehrfach verwendet und finde sie richtig gut und werde sie auch nicht mehr wieder loslassen. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, was man halt auch bereit ist für Make-up auszugeben. Wenn ich mich mit einer Natasha Denona Palette schminke, habe ich auch das Gefühl, als würde ich mich mit einer Natasha Denona Palette schminken und fühle es einfach. Man sieht es nicht unbedingt, aber ich fühle es einfach für mich. Das ist einfach, also solche Geschichten, das machst du für dich selber. Sage ich jetzt einfach mal, weil man sieht es einem nicht unbedingt an. Ich finde das immer bei Natasha Denona etwas blöd mit den Schimmertönen. Die kriege ich persönlich nämlich nicht mit dem Pinsel gut auf die Reihe, sondern mache das immer mit dem Finger und das regt mich immer tierisch auf, weil ich mir denke, alter Bell, ich habe so viel Asche für diese Palette bezahlt, dann sollte sie von alleine genau dorthin gehen, wo ich sie hinhaben möchte. Also bei den matten Tönen, ja, funktioniert es 1A, ist auch super einfach gewesen, die so aufzutragen. Es ist die Pastel-Palette, die Pastellpalette. Dementsprechend kriegst du es nicht super farbintensiv hier raus. Aber wie gesagt, das mit den Schimmertönen finde ich bei Natasha Denona immer blöd.
immer, immer blöd. Ne? Und klar, gerade dieser Ton Illusion, also dieser ganz helle Ton, ist der Topperton. Den kriegst du auf gar keinen Fall mit irgendwas anderem als mit einem Pinsel auf deine Augen. So viel zu Natasha Denona und der Pastelpalette. Ich finde sie trotzdem cool. Ne? Dann habe ich mir, das musste leider mit, Natasha Denona I Need a Nude Lipstick und das ist die Farbe Claudia. Ernsthaft? Das hat mir irgendjemand von euch nämlich geschickt und gesagt, boah Claudia, ganz ehrlich, den musst du doch wohl haben, ne? Ja, wie viele Nude Lipsticks will man haben, ne? 15NB ist hier die Farbbezeichnung. Amazon Prime ist am Start hier draußen gerade bei uns, fährt durch die Gegend und verteilt Paketis und wird gleich bei uns auch halten. Ja, wie viele Nude Lipsticks will man haben? Ja, ich mag die Formulierung von Natasha Denona sehr, sehr gerne. Da habe ich ja auch einen aus einer Love-Kollektion. Sehr magnetisch, natürlich, für den Preis. Alter, ey, für den Preis muss der Lippenstift einen Tanz aufführen. Riecht angenehm, süß. Ist halt so ein richtiges Braun, als hätte ich eine Tafel Schokolade gegessen und könnte nicht richtig essen. Sieht wunderschön aus und heißt Claudia. Der heißt wie ich. Den musste ich haben. Für einen Arsch voll Geld. Ja, manchmal ist man halt auch etwas verrückt. Ist wie das. So, dann habe ich noch ein Produkt Natasha Denona, von Natasha Denona bei Sephora gekauft. Das ist aber als Geschenk für Marion gedacht gewesen. Also, wird sie das? Ich werde ihr sagen, dass sie dieses Video nicht gucken darf. Das ist die Mini Glam Palette. Ich habe sie nämlich gefragt, welche Paletten sie so hat. Und ich finde die Mini Glam Palette praktisch, weil du hast hier einfach 5 Töne drin, die du im Alltag auch gut tragen kannst. Sie hat auch diese, ne, super bunten Paletten. Hier fand ich es einfach gut, dass es Töne sind, die du einfach so in einem Look 1A verwenden kannst. Die hätte ich mir selber auch gekauft. Ich habe aber die normale Glam Palette schon, deswegen, ich habe hier schon wieder ein Haar. Deswegen brauchte ich die jetzt so für mich nicht. Würde aber nicht nein sagen, wenn ich mir sie jetzt demnächst nochmal doch kaufen würde. Weil wenn ich sie hier so sehe, denke ich mir, wow. Das ist eine wunderschöne Palette. Du hast einen hellen Schimmerton mit dabei. Du hast einen hellen matten, dunklen matten. Die beiden Schimmertöne, die du auch super aufs Auge bringen kannst, sicherlich. Ne? Ja, ne? Ist ein Geburtstagsgeschenk. Wird sie sich bestimmt drüber freuen. Und das fand ich einfach witzig. Das wollte ich auch mit in das Geburtstagspaket packen. Das ist von Sephora, von der Eigenmarke, eine Kerze. Sweet Holiday Vibes. Einfach im Hochsommer mal eine Kerze schenken, die nach Weihnachten riecht. Ich meine, ich bin ja auch so freaky drauf und mache hier Adventskalender-Unboxings und freue mich meines Lebens, ne? Finde ich gut. Riecht extrem vanillig. Riecht sehr, 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 sehr gut. Also ich mag das sehr gerne und ich glaube auch, dass Marion das mögen wird. Und das wäre jetzt auch mein letztes Produkt hier im Haul gewesen, ne? Ist ein langer Haul geworden, weil ich doch etwas viel geredet habe, aber ich mag das einfach nicht, wenn ich euch einfach nur so Produkte hochhalte. Ich möchte schon ein bisschen was dazu sagen. Das finde ich, weiß ich nicht, wichtig einfach, ne? Denkt auf jeden Fall dran, diese Woche kriegt ihr 20% bei Dalton. Finde ich total genial mit Beauty Claudi. Gönnt euch das auf jeden Fall. Und ja, für die anderen Sachen habe ich so keine Codes. Bei Sephora könnt ihr, wie gesagt, mit Unlimited arbeiten und über iKral dort shoppen gehen. Das ist halt auch keine Kooperation, sondern habe ich damals selber mal gemacht. Das ist ein Cashback-Programm. Ne, da bekommt ihr halt immer Cashback. Das ist auch immer ganz nice. Kiko hat kein Cashback. Maxim hat manchmal den Code BESTFRIEND10, dass du dort nochmal 10% sparen kannst. Aber ja, so viel dazu. Und ja. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.